Glückwunsch an die Mädels natürlich und an das Trainerteam. Es war natürlich echt ein toller Auftritt. Von Sekunde 1 an voll da gewesen, uns nach ein paar wenigen Minuten gleich absetzen können und die erste 4-Tore-Führung nochmal hergegeben, aber danach gleich wieder ausgebaut und dann natürlich souverän bis zur Halbzeit und dann bis zur 50. ohne Fehler und Tadel und dann noch ein bisschen leichtsinnig gewesen. Es war heute, finde ich, so ein Handballgenuss, muss ich sagen. Wir haben diese komischen Spiele, die ersten zwei konnten wir abschütteln und zeigen, dass wir geilen Handball spielen können. Jetzt können die nächsten Gegner kommen. Die Abwehr war halt einfach bombastisch gut heute. Kati hat die noch gehalten, die durchkamen. Und das ist sicher der Schlüssel zum Erfolg. Das wussten wir auch vor dem Turnier. Und nach den ersten zwei Spielen waren wir nicht zufrieden mit unserer Abwehr. Heute, glaube ich, können wir das auf jeden Fall sein. Und daraus kommen schnelle Tore für uns, die natürlich auch Sicherheit geben. Ich bin super zufrieden. Das Spiel hat so, so viel Spaß gemacht. Ich hatte von vornherein ein gutes Gefühl. Ich meine, wir wussten, was uns erwartet. Und dann haben wir auch einfach das gezeigt, was wir konnten. Dass es am Ende so hoch wird, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das macht mich natürlich einfach nur noch stolzer und einfach froh. Die wichtigste Erkenntnis ist einfach die, dass wir so Handball spielen können, wie wir das wollen. Ja, wenn die Deckung so funktioniert wie heute, wenn unsere Torhüterinnen dann einfach auch Hilfe bekommen, dann auch die Bälle halten können. Ich glaube, das ist die Hauptsache und dann sind wir sehr, sehr stark und dieses Gefühl nehmen wir natürlich mit.